Hallo Leute, hier ist mal wieder Gadur. Heute mit dem Seven Nights Black Edition und zwar dem Omas Spezial. Naja, der Autofokus will jetzt wahrscheinlich nicht so ganz, aber ja, hier ist noch so ein kleines Gesichtchen drauf. Ich habe schon von Weitem gedacht, huch, das bin ja ich, aber nee, das scheint Omar zu sein. Ja, der Preis für 200 Gramm ist 16,90. Es gibt ja die normalen Seven Nights und das ist ein Seven Nights mit einem dunklen Grundtabak, deshalb auch die Black Edition. Ja, zum Aussehen und zum Schnitt. Ja, irgendwie ist das heute mit dem Autofokus ein bisschen blöd. Ich blende euch gleich einfach mal ein Bild ein. Ist irgendwo angesiedelt zwischen Al-Kashmir und Tangiers vom Aussehen her und vom Schnitt her. Vom Geruch. Ja, boah, da haut es einem erstmal eine Zitronennote in die Fresse. Sehr intensiv. Schon fast wie ein Zitronenbonbon. Und dann riecht man diese Schwarzteenote raus. Sehr lecker. Macht, wie ich immer sage, Lust aufs Rauchen. Und es ist noch so ein bisschen was Frisches im Hintergrund. Ich nehme mal an, das ist so ein bisschen Minze noch. Also ein Schwarztee mit Minze und Zitrone. Schönen Gruß an Chris Sommer. Ja, das riecht wie ein Schwarztee mit einer ganzen Zitrone. Du weißt, was ich meine. Ist ein kleiner Insider. Ja, also sehr leckerer Geruch. Ich rauche auf der Aladdin Tradi-Pfeife, die ich euch schon vorgestellt habe, mit dem Hotshot RT. Zum Setup blende ich euch ein Bild ein. Ja, es sind drei halbe, wie heißen sie, Almani Coco-Kohlen drauf, die ich heute auch zum ersten Mal benutze. Und der Schlauch ist der Shisham Lederschlauch mit Holzmundstück. Und ja, dann kommen wir auch schon zum Rauch und zum Geschmack. Den Schlauch werde ich euch nochmal und die Kohle werde ich euch nochmal in einem speziellen Review dafür vorstellen. Ja, und somit kommen wir auch schon zum Rauch und zum Geschmack. Also der Rauch ist anständig, der Geschmack. Der Geschmack ist ja sehr zitronig, sehr frisch. Wenn man einatmet und beim Ausatmen gesellt sich so langsam eine schöne, identische, bittere Schwarzteenote dazu. Diese Frische. Ich weiß nicht, ob es Minze ist. Ist sehr angenehm, also es ist nichts, was im Hals kratzt oder drückt. Der gesamte Tabak kratzt und drückt sowieso nicht. Ja, ist für mich ein Tabak für jeden Tag. Lässt sich super rauchen. Ich habe jetzt auch keinen Geschmack von einem Grundtabak. Es ist zwar so eine kleine würzige Grundnote mit dabei, aber jetzt nicht wirklich Grundtabak. Ja, von mir eine Kaufempfehlung. Was mir noch aufgefallen ist, der Tabak verträgt eine Menge Hitze. Also ich habe erstmal vorsichtig angefangen zu rauchen. Ich rauche jetzt so ungefähr ja, Viertelstunde, 20 Minuten. Und
Ja, ich musste die Kohle dann schon. Ich habe erst zwei halbe genommen. Das war in dem Fall ein bisschen wenig. Ich habe sie dann ein bisschen reingeschoben. Das war auch noch zu wenig. Und der Tabak hat halt die volle Rauch- und Geschmacksentfaltung erst gehabt, als ich das dritte Stück noch mit draufgelegt habe und einen Moment geraucht habe. Also diese Sorte von Black Edition Seven Nights Tobacco kann ich nur empfehlen. Ich habe sie mir beim Relax Shop übrigens geholt. 16,90 sind da auch jetzt bei dem Geschmackserlebnis nicht zu viel. Also wie gesagt, Kaufempfehlung. Wer auf Schwarztee steht, wer sowieso auf Teesorten steht, wird absolut begeistert sein. Wer vielleicht noch sich noch nicht so mit den Schwarzteesorten angefreundet hat, sollte ihn auf jeden Fall mal probieren. Ja, es gehen noch Grüße raus, einmal an den Mike Tscherner und den Daniel Nick. Mit denen habe ich mich in der Sexy Shisha-Gruppe auf Facebook sehr nett unterhalten in letzter Zeit. Und der Mike hat mir auch wieder Mut gemacht, neue Videos zu drehen. Vielen Dank dafür an dich. Das war's von mir. Bis dahin, haut rein, euer Gadur.